So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines Pokémon Trading Card Game Online Parts mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode zeige ich euch ein Deck um eine meiner absoluten Lieblingskarten aus der neuesten Erweiterung Schicksalsschmiede. Und das ist Zygarde EX. Wie Zuschauer der anderen Projekte mittlerweile wissen, bin ich ein riesengroßer Fan von Zygarde in seiner 50% Form gewesen. Wer die 50% Form nicht kennt, das ist Zygarde in seiner Schlangenform. Hat ziemlich wenig Aufmerksamkeit bekommen, was ich nicht verstanden habe. Doch mit dem neuen Kido-Film, glaube ich, und der Anime-Serie XYZ, kam es in seiner 100% Optimus Prime-Form wieder zu seinem berechtigten Hype, hat jetzt seine erste TCG-Karte überhaupt bekommen, nicht nur eine, sondern ich glaube 3 oder 4 verschiedene Variationen, aber heute geht es hauptsächlich um Zygarde EX. Zygarde EX setzt neue Maßstäbe in der Pokémon EX-Ära. Zygarde EX ist nämlich das erste Pokémon EX mit 190 HP. Bis jetzt war 180 HP für einen Basis-Pokémon EX immer das Maximum, aber Zygarde EX kommt ins Business und sprengt einfach mal alles kaputt mit seinen 190 KP. Kleines Rechenbeispiel, ihr musstet doch früher das 180, oder Angriffe, die auf 180 KP Schaden gekommen sind, ausgereicht haben, um Pokémon EX zu kaufen, richtig? Dieser Grundsatz gilt jetzt nicht mehr wegen Zygarde EX. Kurz und knapp. Was bringt denn Zygarde EX so alles mit? Zygarde EX bringt 3 Angriffe mit, erinnert also stark an Lucario EX und alle Angriffe sind irgendwie ziemlich cool. Der erste Angriff ist Bodenpuls. Bodenpuls macht 20 Schaden plus 20 weitere Schadenspunkte, wenn eine Stadionkarte im Spiel ist. Zurzeit ist es wirklich so, dass eigentlich fast immer ein Stadion im Spiel ist, deswegen macht dieser Angriff wahrscheinlich immer in der Regel 40 Schaden. Und 40 Schaden für eine Energie ist ziemlich solide. Ja, ziemlich solide. Wenn man noch die Damage Amplifier dazu nimmt, wie beispielsweise die Stärkeenergie, Muskelband bzw. Diesen komischen Gürtel, Regirock, zu dem wir gleich kommen, dann macht man mit einer Energie schon enorm viel Schaden, wenn man das mal so sagen darf, ja? Man muss gestehen, dieser Angriff kommt natürlich nicht ganz an Demeteros EX Angriff ran, ne? Kammerkopf ist einfach zu gut. 30 Schaden aus der Aktive, 30 auf die Bank ist halt ziemlich broken. Aber Bodenpuls ist immer noch eine ziemlich desaströse Attacke, wenn man das mal so sagen darf, vor allen Dingen für den Gegner. Der zweite Angriff ist Zellsturm. Für einen Kampf und eine Farblos-Energie macht man 60 Schaden und man heilt 30 HP von Zygarde. Aber im ersten Blick hat man gesagt, ja, irgendwie ist das ziemlich schlecht. Lucario hat zum Beispiel denselben Angriff, also macht fast dasselbe, 60 Schaden, lässt aber einen auf 60 aufziehen. Ist natürlich besser, ohne Frage. Aber diese 30 Schadenspunkte sind im aktuellen Format ziemlich cool und dadurch lassen sich ziemlich coole Kombinationen ausführen. Man kann zum Beispiel einen Fokus-Code an Zygarde anlegen. Dieser Fokus-Code wird meistens mit so etwas wie Shaman EX Sky Return umgangen. Somit nimmt man erstens Shaman wieder auf die Hand und man macht halt 30 Schaden auf Zygarde, womit der Fokus-Code nicht funktioniert. Mit Zellsturm kann man aber diese 30 Schadenspunkte wieder heilen und man hat also Zygarde EX wieder voll und der Fokus-Code wäre rein theoretisch wieder intakt. Ein weiteres Beispiel ist, dass man diese 30 Schadenspunkte zum Beispiel perfekt gegen Trombok EX benutzen kann. Nicht Trombok EX, Verzeihung, Turbo Trombok. Turbo Trombok macht ja mit seinem Angriff stille Angst, 30 Schaden auf alles. Was passiert aber, wenn man diese 30 Schaden direkt wieder heilt und zusätzlich noch richtig viel Druck ausübt auf dieses Trevenant EX? Nicht Trevenant EX, Mann, ich bin verwirrt. Trevenant Break. Das ist schon ziemlich stark, wenn ihr mich fragt, ja? Und dann hat es noch halt so einen weiteren Angriff, und zwar Bodengewalt. Bodengewalt für 3 Energien, also 2 Kampfenergien und eine Farblosenergie, 100 Schaden. Super cool, um einfach One-KO zu landen. Zygarde spielen wir 3 mit dem Deck und Zygarde hat noch etwas, was es auszeichnet. Zygarde hat nämlich dieses kleine Spielzeug bekommen, was sich Langzeitgedächtnis nennt. Und Langzeitgedächtnis ist eine Ausrüstungskarte, die einem Zygarde EX, an die sie angelegt ist, einen neuen Move gibt, und zwar alle Zellen brennen. 2 Kampfenergien, eine Farblosenergie, 200 Schaden, lege 3 Energien, die an diesen Pokémon abgelegt sind, auf den Ablagestapel. Ziemlich krasser Finisher. Oder ziemlich krasses Tool, um zum Beispiel Mega-Pokémon zu besiegen, und zwar mit einem Schlag. 200 Schaden, also generell erinnert dieses Langzeitgedächtnis schon sehr an Genesect EX, wenn man das so sagen kann, beziehungsweise an den G-Booster von Genesect EX. Langzeitgedächtnis ist A, keine A-Klasse-Karte, das heißt, man kann sie gut und gerne auch mal 4-mal spielen, wenn man unbedingt will. Dafür hat der G-Booster mehrere Vorteile. G-Booster geht zum Beispiel durch Effekte auf den verteidigenden Pokémon durch. Sowas wie Safeguard, also Bodyguard und so weiter, funktioniert also nicht. Bei den G-Booster, beim Langzeitgedächtnis leider schon. Trotzdem hat auch das Langzeitgedächtnis seine Vorteile. Ich meine, man hat erstens den Vorteil, dass zum Beispiel Zygarde nicht nur 200 Schaden machen kann, sondern gut und gerne mal 250, was ausreicht, um Serious-Pokémon im Spiel mit einem Schlag zu besiegen, was schon verdammt krass ist.
Und Nachteil, den es aber dann mit sich bringt, ist, dass man 3 Energien ablegt und nicht 2 wie bei Genesect zum Beispiel. Bei Genesect wäre man zum Beispiel super in der Lage gewesen, 2 miteinander zu G-Boostern. Das wäre möglich gewesen, wenn man nur 2 Energien ablegt. Bei Zygarde ist es halt nicht ganz so einfach, wenn man 3 Energien ablegen muss. Heißt also, Langzeitgedächtnis sollte in der Regel eigentlich nur benutzt werden, wenn man tatsächlich eine riesengroße Gefahr vom gegnerischen Board rausschlagen will oder wenn man das Spiel beenden will. Aber generell ist es ziemlich cool, dass man überhaupt so eine Option hat. Und Zygarde EX, ich glaube, zu keinem anderen Pokémon passt dieses Tool besser als zu Zygarde, meiner Meinung nach. Naja, jedenfalls war das erstmal mit Zygarde EX. Das ist der Hauptangreifer in unserem Deck. Aber Zygarde EX hat natürlich noch im neuen Set tatkräftige Unterstützung bekommen. Beispielsweise von Regirock. Was macht denn Regirock? Regirock ist eigentlich nur ein Support-Pokémon. 180 HP ist schon mal ziemlich gut, nicht 170. Hat die Fähigkeit Regipower und Regipower erinnert von der Fähigkeit her sehr an Deoxys EX. Deoxys EX hat halt gesagt, Plasma-Pokémon fügen dem aktiven Pokémon des gegnerischen, den aktiven Pokémon des Gegners 10 Schadenspunkte mehr zu und die haben auch gestackt. Das heißt, je mehr Deoxys man liegen hatte, desto mehr Schaden hat man gemacht. Selbes gilt für Regirock, nur dass Regirock dann halt nicht Plasma-Pokémon verstärkt, sondern Kampf-Pokémon. Das heißt also, mit 3 Regirocks auf der Bank macht unser Zygarde jede Runde nochmal 30 Schaden zusätzlich. Verdammt stark, wenn ihr mich fragt. Regirock hat den Angriff Grundgesteinsdruck für 3 Kampfenergien, 100 Schaden. Nächste Runde kriegt man 20 Schaden weniger vom gegnerischen Angriffen. Ist okay. Ja, ist okay. Muss man, glaube ich, nicht so sagen. Hat wie Zygarde auch die Pflanzenschwäche. Das heißt, gegen Pflanzen-Pokémon ist man natürlich dann besonders anfällig, weil Schwäche im Pokémon-TCG ziemlich unbalanced ist. Aber naja. Spielen wir jedenfalls auch 3-mal in diesem Deck. Manche Leute spielen es 4-mal. Ich überlege sogar tatsächlich in meiner Variation dieses Decks es 4-mal zu spielen. Aber ich teste jetzt erstmal aus, 3 Regirocks zu spielen, weil das, glaube ich, im aktuellen Format eigentlich mehr als ausreicht. So, das war aber immer noch nicht alles, weil es gibt eine weitere Karte, die unser Trio vervollständigt. Und das ist Rockara Turbo. Rockara Turbo macht dasselbe wie Mega Voltenso. Für eine Kampfenergie machen wir nämlich 20 Schaden und wir kriegen wir dürfen dann noch 2 Energiekarten, Betonung liegt auf Energiekarten, nicht Basis-Energiekarten, sondern Energiekarten, von unserem Ablagestapel an eines unserer Kampf-Pokémon anlegen. Schade ist natürlich, dass es nur bei Kampf-Pokémon funktioniert, ist okay, aber in so einem Deck wie unserem funktioniert das natürlich richtig stark. Wie gesagt, ich habe gesagt, man kann nicht nur Basisenergien anlegen, man kann sämtliche Energien anlegen. Das heißt, rein theoretisch könnte man doppelfarblose Energien anlegen, rein theoretisch kann man auch Stärke-Energien anlegen, was super stark ist. Und ja, das ist einfach nur fantabulös, vor allen Dingen für Zygarde EX. Zygarde EX hat ja auch noch das Langzeitgedächtnis und wenn man dann halt erstmal die ganzen Energien abschmeißt, kann man die direkt wieder rein theoretisch mit Rockara Turbo wieder anlegen. Es gibt, glaube ich, noch ganz andere Kampf-Pokémon, mit denen Rockara Turbo harmoniert, aber ich habe es jetzt erstmal in diesem Deck probiert und es ist wirklich super cool. Der Vorteil von Rockara ist, es macht zwar in Anführungszeichen nur 20 Schaden, aber Regirock pusht natürlich auch nochmal den Schaden von Diamantgeschenk. Zusätzlich hat man noch so etwas wie die Stärke-Energie, die pusht natürlich den Schaden von Rockara auch nochmal enorm. Ich finde das richtig stark, wenn ihr mich fragt. Spielen wir 2-mal im Deck mit 2 weiteren Vorentwicklungen von Rockara Turbo und zwar einmal, das eine, es gibt 2 verschiedene Varianten von Rockara und die sind beide super gut. Das eine Rockara hat die Ability Energiegüter. An Basis-Pokémon angelegte Basisenergien können durch die Effekte von gegnerischen Angriffen, Fähigkeiten oder Trainerkarten nicht auf deinen Ablagestapel befördert werden. Das heißt also, Energien, die an unserem Zygarde liegen, Basisenergien leider nur, gilt nicht für Spezialenergien, was ein bisschen schade ist, sind sicher vor Team Flare-Rüpeln, vor Xeros oder halt auch vor den Schmetterhammern. Richtig, richtig stark, wenn ihr mich fragt. Vor allen Dingen kann das so der Matchwinner sein, wenn es zum Beispiel gegen ein Deck geht wie Seismitoad Giratina, also Branavaz und Giratina. Wenn es gegen dieses Deck geht, was halt eine Menge Energy Removal spielt, legt man das Rockara auf die Bank und die werden strugglen, sage ich euch. Die werden richtig strugglen. Spielen wir einmal in dem Deck, weil es halt wie gesagt nur in den Matchups was bringt, aber trotzdem, das ist schon mal eine super Karte. Ne, das ist Zygarde, Verzeihung. Und dann gibt es noch das andere Rockara, das hat die Fähigkeit Bodyguard. Bodyguard ist, glaube ich, seit der Pokémon EX auch vertreten. Ich glaube, erst kam die Pokémon EX und 2 Sets danach kamen die ersten Pokémon mit Bodyguard. Und Bodyguard sagt, wie gesagt, dass man einfach den Effekt von Angriffen, einschließlich Schaden, die diesem Pokémon zugefügt werden, ignoriert. Ja, Rockara ist also immun gegen Pokémon EX, was ziemlich cool ist.
Ja, muss heutzutage nichts heißen. Es gibt halt eine Karte, die sich Hexe nennt. Die stellt einfach mal Bodyguard aus und man Pokémon EX können dann trotzdem Rocker besiegen. Damals wäre es super gut gewesen, heutzutage ist es okay. Besser als gar keine Fähigkeit. Und vielleicht, wenn der Gegner dann mal irgendwie geile Ressourcen haben sollte, kann uns das ja eventuell das Spiel mal gewinnen. So, das sind unsere Kampf-Pokémon, um die das Deck hauptsächlich aufbaut. Dann spielen wir nochmal ein Resadero. Resadero ist super gut in dem Deck, um einfache K.O.s auf Shamans abzustauben. Ich meine, mit drei Regirocks auf der Bank und einer Stärke-Energie kommt man auf 110 Schaden und kann mit damit schon Shamans besiegen. Resadero ist super stark gegen gegen Nightmarch, was eigentlich sonst ein toughes Matchup wäre, aber Resadero ist halt super gut in dem Matchup. Kann halt die Shamans von der Bank wegsnipen. Snipen wahrscheinlich nicht, aber man kann die halt nach vorne ziehen und dann mit Resadero besiegen. Und dann kann man zum Beispiel ein Resadero, falls man Fokus gut spielt, sogar ein einziges Resadero gegen rein theoretisch zwei Shamans eintauschen. Das heißt, man zieht vier Preise und gibt nur einen auf. Das ist rein theoretisch ziemlich stark. Wir spielen in meiner Variante des Decks keine Fokusgürtel, dafür aber Kampfgeistgürtel und da ist natürlich Resadero auch wieder ganz gut dabei. Ja, spielen wir einmal in dem Deck. Hat auch noch 0 Rückzugskosten, das passt soweit. Ich spiele in meiner Variante des Decks noch Hooper. Hooper ist super cool, um natürlich in der ersten Runde mit dem Hyperball unsere drei Regirocks rauszusuchen. Und dann haben wir halt erstmal 30 Schaden konstant über das ganze Spiel hinweg. Ich wollte unbedingt mal Hooper ausprobieren. Ist wahrscheinlich nicht nötig, habe ich gemerkt, aber ich spiele es trotzdem gerne, einfach weil es cool ist und weil das Deck ein bisschen einmalig macht. Hooper in dieser Variante. Kann man spielen, muss man nicht spielen. Ich finde die in der Variante super und deswegen ist Hooper drin. Und zu Shaman muss ich glaube ich nicht sagen. Eins reicht in der Regel, weil unsere Bank wie gesagt immer recht voll ist und wir wollen da nicht noch unnötigerweise Shamans hinlegen. Ja, das war unser Pokémon-Lineup, Guys. Machen wir mal weiter mit unseren Supportern. Wir spielen viermal Professor Platan, dreimal den N, der jetzt wieder zurück ist in die Schicksalsschmiede. Yay! Einmal die Hexe, kann natürlich in Matchups wie gegen Greninja ganz gut kommen oder halt auch um so Abilities vom Gegner auszuschalten. Vor allen Dingen, wenn es gegen so Metal-Decks oder so geht mit Bronzong, kann das ganz gut sein. Flordelis zweimal. Ist wichtig gegen Trevenant und in solchen Decks würde ich auf jeden Fall zweimal spielen. Dreimal Corinna. Corinna ist unnormal stark, Leute. Ja, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, man kann der erste Runde Corinna spielen. Damit sucht man sich einen Zygarde und ein Ultra Ball raus. Ultra Ball auf Hooper und hat sein Setup schon fast komplett. Enorm starke Karte in Kampfdecks. Und ich bin echt traurig, wenn wir diese Karte verlieren, weil sie hat noch keinen Reprint bekommen. Und da werde ich echt traurig. Und hat natürlich nur ein AZ. Was ich bei AZ ist, wir müssen mindestens einen spielen. Ich habe sogar überlegt, 2 bis 3 zu spielen. Einfach, weil unser Gegner auch versuchen wird, die Regirocks nach vorne zu ziehen. Und Regirock hat 3 Rückzugskosten, wie wir jetzt hier nochmal sehen. Zack. Und wenn man das dann halt nicht von der aktiven Position wegbekommt, hat man ein Problem. Und das will man eigentlich in der Regel nicht haben. Ja, das war unser Supporter-Liner. Machen wir mal weiter mit den Items. Wir spielen noch 4-mal Top-Elixier. Mag einen jetzt vielleicht ein bisschen krass erscheinen. Ich habe mit dieser Karte eigentlich recht positive Erfahrungen. Man trifft halt zu 60% meistens, vor allen Dingen im Early Game, Basisenergie. Das ist okay und damit kann man zum Beispiel schon Turn 1 vielleicht ein Langzeitgedächtnis benutzen und den Gegner vielleicht donken. Ist rein theoretisch möglich. Würde ich in dem Deck auf jeden Fall empfehlen. Gibt dem Deck nochmal ein bisschen was an Speed. Auch wenn es halt nicht so konstant ist. Wir spielen 2 Switchkarten, einmal den normalen Tausch und einmal das Fluchtseil. Wer lieber die konstantere Route geht, kann auch einfach das Fluchtseil cutten und dafür 2-mal Tausch spielen. Zusätzlich spielen wir noch eine Superangel. Ist nicht wirklich nötig, ich mische mir damit aber gerne nochmal einen Raulucha rein, vor allem gegen Nightmarch. Oder falls wir dann irgendwie früh einen Rockara Break discarden mussten oder einen Regirock, kann man die halt im Late Game nochmal easy reinmischen. Oder falls man halt nicht nur mal Möglichkeit hat, einen Rockara anzugreifen, weil man alle verloren hat zum Beispiel, oder weil man halt schon viel zu weit behind ist und sich nicht erlauben kann, mit Rockara jetzt anzugreifen, um Energien anzulegen, kann man sich natürlich auch nochmal 3 Basis-Kampfenergien reinmischen. Ist vielleicht nicht ganz nötig in den Deck, ich probiere noch ein bisschen darin drum, aber ich fühle mich mit dieser Karte definitiv immer ein bisschen sicherer. Ja, 4-mal Kampfhahn, da muss ich nicht zu sagen, genauso wie 2 Ultrabälle. Weil wir haben schon Corinna für unsere Kampf-Pokémon und 2 Ultrabälle reichen in der Regel raus. Ich meine, hauptsächlich benutzen wir sie für Hooper oder für Shaman oder halt für Rockara Break. Und 2-mal den Energy Switch. Bei dem bin ich am überlegen, ob man den auch cutten kann, aber manchmal kann er ganz gut kommen und ich behalte den erstmal drin. Vielleicht kann man den eventuell gegen was Brauchbareres cutten. Müssen wir mal schauen, was. Das Stadion unserer Wahl dieses Mal ist nicht die Kampfhalle, einfach weil ich finde, die Kampfhalle ist im aktuellen Standardformat nicht ganz so gut, sondern das Himmelsfeld.
Himmelsfeld pusht unseren Schaden mehr oder weniger auch, indem man einfach ohne Bedenken drei Regirocks hinlegen kann. Hooper und Shaman und bla bla bla, weiß der Teufel was. Finde ich ganz gut. Dieses Deck hat sowieso ein bisschen Probleme mit dem Bankplatz und mit Himmelsfeld hat man da nicht ganz so große Sorgen. Spielen wir dreimal mit dem Deck. Ich hatte vorher zwei Himmelsfeld und einmal eine Kampfhalle drin. Muss man halt irgendwie versuchen, mal schauen, was am Ende wirklich besser ist. Da hat man noch zweimal den Kampfgeistgürtel. Ich habe vorher hier erstmal zwei Muskelbänder drin gehabt. Man kann natürlich nur überlegen, zwei Fokusgurte reinzunehmen. Hier muss man einfach testen, was besser in der Meta liegt. Und da kann man je nach Matchup einfach testen. Ich habe jetzt mich für den Kampfgeistgürtel entschieden. Einfach, weil ich testen will. Ich habe vorher Muskelband drin gehabt und Muskelband ist super cool gegen sowas wie Greninja zum Beispiel. Der Kampfgeistgürtel ist aber auch nicht schlecht. Kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Ich meine, so ein Zygarde EX mit 230 HP, das ist schon ziemlich stark, wenn ich fand. Jo, Langzeitgedächtnis, zweimal in dem Deck. Ja, kann man eventuell auch nur einmal spielen. Müsste man mal schauen. Zweimal ist, glaube ich, ganz okay. Und dazu 4 Stärkeenergien und 7 Stärke, normale Kampfenergien. Ja, was kann ich zu dem Deck sagen? Leute, es ist ein neues, neuer Deck-Archetype. Das heißt also, der ist jetzt erstmal durch Schicksalsschmiede überhaupt spielbar. Es gab noch keine Turniere in dem Format, mehr oder weniger, in dem ich dieses Deck gesehen habe. Vielleicht am Wochenende jetzt in Italien. Wer weiß, vielleicht kann das Deck da irgendwie auftrumpfen, mal sehen. Von den Matchups würde ich sagen, dieses Deck ist super cool. Man kann gegen alle Matchups in irgendeiner Form techen. Da kann gegen Nightmarch, Focus Gurt und mehr Luchas reinnehmen. Man kann gegen Trevenant mehr AZs reinnehmen und eher eine supporterlastige Route fahren und hier diese Items cutten, die man dann wahrscheinlich nicht braucht. Man kann gegen Green Ninja mehr auf Early Damage mit Muscle Band und so weiter gehen, vielleicht eine zweite Hexe reinnehmen, man kann einfach techen, techen und techen. Und dieses Deck finde ich super gut. Das schlechteste Matchup für das Deck überhaupt ist, glaube ich, Vespi Queen wegen der Pflanzenschwäche. Gegen Vespi Queen hat man wahrscheinlich ein Autoloss und ich bezweifle, dass dieses Deck da irgendwas im Entferntesten gegen Vespi Queen machen kann. Vielleicht Fokusgurt. Fokusgurt wäre eine Alternative, aber selbst mit Fokusgurt ist das Matchup echt tough. Und man muss einfach mal schauen, wo der Pfeffer liegt. Ja, ich habe jetzt unnormal viel erklärt, ich weiß, aber dieses Deck macht mir persönlich richtig viel Spaß. Und ich würde sagen, lasst uns ein Spiel mit dem Deck spielen, weil ich bin schon echt gehypt und ich spiele mit dem Deck sehr gerne ein paar Spielchen. So, da wären wir, meine Freunde, gegen, keine Ahnung wen. Ich habe gar nicht aufgepasst, gegen wen. Ich habe da, wie gesagt, jetzt seit dem neuen Update meines Aufnahmeprogramms ganz viele FPS-Gedöns, Aufnahmelänge und andere Sachen am Stehen. Ich glaube, ich spiele gegen Phantom222. Keine Ahnung, ob er so heißt, aber mal schauen. Ich weiß wirklich nicht, was mein Gegner spielt. Könnte vielleicht ein Nightmarch-Deck sein, rein von der Item-Verteilung her, die ich bei ihm gesehen habe. Und wir haben gleich mal unseren besten Start, nämlich Zygarde EX. So. Ist es, glaube ich, Nightmarch. Ja, sieht mir ganz nach Nightmarch aus. Problematisches Matchup, wie gesagt. Muss ich mal schauen, wie wir das Matchup rein theoretisch gewinnen könnten. Ist auf jeden Fall nichts, wogegen ich gerne spiele, um ehrlich zu sein. Vor allen Dingen, weil ich nicht gegen Nightmarch getecht habe. Ich habe mein einzelnes Ressler Zero und das war's auch schon. Ich muss mal schauen, ob man dagegen gewinnen kann. Aber ich habe gesehen, mein Gegner spielt Milotic. Interessant. Ist eine ältere Variante vielleicht von Nightmarch. Mal sehen. So, ich darf eine zusätzliche Karte ziehen wegen einem Mulligan. Das passt. Und mein Gegner startet mit Irbis. Das ist ein Pokémon, was ich nicht zum Start sehen wollte. Das ist natürlich nicht so schön. Naja, egal. Wir starten erstmal, indem wir eine Conny spielen. Wie viel Schaden mache ich jetzt mit meinem zweiten Angriff? Wenn ich zwei Regirocks liegen habe, mache ich halt 60. Das ist okay. Ich könnte mir jetzt Gestalero raussuchen. Ich glaube, das mache ich sogar. Schauen wir mal eben, ob Hooper drin ist. Ultra Ball ist drin, Hooper ist drin. Wie viele Regirocks sind drin? Alle drei. Ich könnte mir jetzt alle drei raussuchen. Vielleicht mache ich das sogar. So. Überwald, zack. Na, gucken wir mal. Wir schmeißen ab die Hexe und den Professor Platan. Wir haben eh den Kampfhahn auf der Hand. Ich möchte die anderen Sachen, um ehrlich zu sein, lieber behalten. Super. Ich möchte auch noch nicht, direkt mit Hooper abgehen.
Vielleicht hole ich mir sogar ein zweites Zygarde anstatt gleich alle drei Regirocks. Einfach wegen der. Ja, ich hole mir ein zweites Zygarde. Okay, mein Gegner braucht jetzt 10 Nightmarch im Discard, um mein Zygarde zu covern. So, Zygarde 1. Regirock 1, Regirock 2. Ich habe halt das Skyfield, was ich nächste Runde droppen kann und auch machen werde. Erstmal das Max Elixir. Leider gefällt. Schade. Ich lege die Energie, glaube ich, vorne an. Das sollte so passen. Und gebe meinen Zug ab. Ja, Resodero brauchen wir halt, wie gesagt, in dem Matchup auf jeden Fall. Gegen Mew. Ne, gegen Shaman, Verzeihung. Und ich brauche meine Fighting Fury Bells in dem Matchup. Also meine Kampfgeistgürtel. Damit ich meine HP noch weiter erhöhen kann. So, desaströs wäre es jetzt, wenn mein Gegner tatsächlich den K.O. auf meinem Zygarde bekommt. Das wäre absolut katastrophal. Und ich hoffe wirklich, dass das nicht der Fall sein wird. So, Trainer Smith auf Battle Compressor ist schon erschreckend. Nightmarch ist verdammt stark. Nightmarch wird mit dem nächsten Set nach Schicksalsschmiede noch stärker, Leute. Auch wenn man das nicht kaum glauben mag, aber wir werden sehen. Okay, mein Gegner legt gleich eine DCE vorne dran. Spielt das Dimensionsteil, das ist super für mich. Weil das kicken wir direkt. Das heißt, mein Gegner hat ein Stadium weniger und. Oh! Ein Puzzle of Time ist weg. Das ist auch ziemlich gut. Und ein Leitstein ist natürlich auch nochmal weg. So, das ist Weltkompressor Nummer 2. Ne, das ist die Town Map. Ein Nightmarcher, zwei Versus Seeker und ein Latte Necto sind in den Preisen. Das ist ganz okay. Er schmeißt noch ein Dimensionsteil ab. Perfekt für mich. Jo! Perfekt für mich, weil er muss vielleicht dann später seine Puzzle of Times für das Dimensionstal verschwenden, um halt mit dem Ding anzugreifen, weil alle anderen Dinger, ich meine Joltik wird halt von allen meinen Pokémon, also von Zygarde schon mit einer Energie besiegt. Natürlich für ihn nicht so schön. Schauen wir mal, mein Gegner kann diese Runde auf jeden Fall angreifen, macht 60 Schaden, vielleicht sogar mehr, macht 100 Schaden, Verzeihung. Wir können aber nächste Runde das Irbis rausnehmen. Ja, jetzt kommt halt die Shaman-Armee. Das ist okay, wie gesagt. Das ist sogar ziemlich gut, weil je mehr Shamans er uns hinlegt, desto mehr können wir, oder desto besser können wir mit unserem Havlucha traden. Ich hoffe halt nur, dass er jetzt kein Fighting Fury Belt an das Irbis anlegen kann. Das wäre nicht so schön. Und, oh, okay. Zweites Puzzle of Time wird benutzt, und zwar einfach so, glaube ich. Oder benutzt er das in Kombination mit einem zweiten Puzzle of Time? Ne, er benutzt einfach so. Okay, zweites Time-Puzzle ist weg. Und es kommt einfach nur Nachtwanderung für 100. Das ist okay. Das ist ziemlich gut für mich. So, okay, ich muss leider einen Kampfwander verwenden. Das ist blöd. Ich lege vorne die Energie an, damit ich diese Runde den K.O. hinkriege. Kampfwander auf den Professor Platan. Ja, auf jeden Fall auf Professor Platan. Ich war gerade überlegen, ob ich vielleicht irgendwas mit Corinna mache, aber ich habe zu wenig Handkarten dafür. Max Elixir, schauen wir mal. Leider wieder nicht getroffen, das ist ein bisschen ärgerlich. Power Memory brauche ich in dem Matchup nicht. Genauso wie das Ding. Und dann kann ich jetzt mal versuchen. Ich könnte auch Shaman rein theoretisch gehen. Oder ich hole mir jetzt einen Rockcarra. Ich glaube, Rockcarra ist hier sogar the way to go, wenn ich es mal so sagen darf. Jo, Rockcarra ist hier the way to go. Weil wenn er muss jetzt wahrscheinlich irgendwann mal mit Joltik angreifen, weil er jetzt schon zwei Stadien weg hat. Und das können wir dann besiegen mit Rockcarra und zusätzlich noch einen Attacker aufladen. Und ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Zwei Regirocks, Zellsturm für 60 und ich nehme den K.O. So, und wir heilen uns zusätzlich nochmal 30 Schaden. Das heißt, mein Gegner braucht jetzt, ich glaube, nur eine DCE. Und damit wären wir weg. Das ist okay. Okay, zwei Irbis und im Discard. Ja, mein Gegner braucht nur eine DCE, um uns zu besiegen. Ja. Okay, legt die Energie an Joltik, perfekt. Das heißt, wir können unseren Play mit Rockcarra machen. Das ist ziemlich gut. Er zieht jetzt zwar zwei Preise, was ein bisschen ärgerlich ist, aber das passt schon. Wir haben ja zum Glück eine Karte wie N im aktuellen Format, das heißt, ich kann auf jeden Fall noch was reißen. Und jetzt kommt so eine Situation, jedenfalls nach der Runde, wenn ich mit Rockcarra den K.O. genommen habe. Und das wird ziemlich cool. Das wird richtig
cool, wenn ich das so sagen darf. Okay, Kampfgeistgürtel an Shaman ist ein bisschen blöd. Mein Gegner macht einfach nur einen Angriff. Okay, das ist, ja, was soll ich sagen? Passt. Passt ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ich kann jetzt nämlich einfach auf OK gehen, WhatsApp rausnehmen. Das passt. Mein Gegner hat keine Form, Floatzone oder so ranzulegen. Und ich kann also jetzt meine Corinna spielen. Hol mir meinen Rokara Break. Zusätzlich zu Rokara Break hole ich mir, glaube ich, noch einfach einen Kampfgeistgürtel. Was hat mein Gegner sich rausgenommen? Laternicte und Professor Platan. Okay. Das heißt, er hatte letzte Runde tatsächlich anscheinend keinen Supporter. Rokara. Kampfgeistgürtel kommt hier dran. Sein Megafon ist eh da drin. Das ist sogar noch besser für uns. So, Diamantgeschenk. Wir nehmen das Ding raus. Und zwei Energien bitte einmal an unser Seigard. Dankeschön, die Firma dankt. So, und zwei DCs sind schon mal raus aus. Oder von unserem Gegner nicht mehr im Spiel. Perfekt. So. Okay, und der Floatstone ist auch schon weg. Sogar zwei Leichtsteine sind weg. Mein Gegner müsste jetzt rein theoretisch sowas wie ein Fluchtseil spielen. Okay, Beleber spielt heutzutage auch nicht mehr jeder Beleber. Mein Gegner spielt es anscheinend. Ist okay. Das Rokara kriegt lustigerweise sogar keinen Schaden von Shaman. Gucken wir mal, was mein Gegner jetzt so Schönes machen kann. Ich meine, Supporter hat er, das wissen wir. Da kommt noch eine DC an das Joltik ran. Das heißt, wenn er jetzt eine Switch-Karte zieht, kann er es zurückziehen. Was sehen wir da gerade? 6, 7 Nightmarcher jetzt im Ablagestapel. Und wie viel Puzzle of Times? 2 leider nur. Okay, Stadion wird gewechselt, ist kein Problem. Wir haben Skyfield hier. Hat mein Gegner einen Switch oder so gezogen? Spielt mein Gegner überhaupt Switch? Oder Escape Rope halt, was viele Leute spielen? Ne, spielt er nicht. Interessant. So, okay. Und jetzt haben wir hier eine interessante Situation. So, Shaman hat 150 KP. Shaman hat 150 KP, meine Freunde. Ich mache mit meinem Seigard Stand jetzt 110 mit Regirox, 130, 150 Schaden. Aber es hat eine Resistenz. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Mein Gegner hat 2 Platan gespielt. Ist alles gerade nicht ganz so schön. Der Kampfgeistgürtel macht vieles kaputt. Erstmal müssen wir wieder das Stadion wechseln. Ich habe keinen Flordelis im Ablagestapel. Richtig, richtig. Leider kein Flordelis im Ablagestapel. Ich könnte jetzt Corinna spielen. Dann macht mein Resladero 80, 100. Das reicht leider nicht für das Shaman. Ich habe leider keinen Flordelis irgendwo im Ablagestapel. Schwierige Situation. Ich glaube, ich spiele jetzt einfach den Kampffahnder. Für die Corinna. Zack, Corinna. Für Regirock. Und einen zweiten. Habe ich noch einen zweiten Hyperball drin? Ich glaube nicht. Der ist in den Preisen. Richtig, der ist in den Preisen. Aber ich habe mein Fluchtseil. Hier ist das Fluchtseil natürlich echt stark, oder? Eigentlich nicht wirklich. Das hebe ich mir mal lieber auf. Ich kann auf Fluchtseil gehen, dann zieht er das zurück, geht mit einem dieser Pokémon nach vorne. Ich knock das aus. Zack, knock das aus. Ich hole mal doch das Fluchtseil. Klingt sogar ganz brauchbar. So, dann spielen wir zuerst das Fluchtseil. Schauen wir mal, was mein Gegner nach vorne packt. Wahrscheinlich einen der beiden Nightmarcher hier. Okay, das WhatsApp. Kommt Resadero nach vorne. Regirock auf die Bank. Wir legen die Energie an Seigard.
Ziehen Resadiro zurück und knocken einfach mal das Rockkara aus. Bäm. So, und ziehen eine weitere Preiskarte. Noch eine Nimmelswelt. Haha, das ist interessant. Okay, geht mit Irbis nach vorne. Warum Irbis? Spielt er etwa 4 Stadien? Oder will er meinen Hooper besiegen? Okay, dann kommt die 4. DCE runter. Plus ein Kampfgeistgürtel. Ich meine, du kannst nicht Nightmarch benutzen, ne? Du hast das Stadion nicht, mein Freund. Du müsstest hier jetzt manuell zurückziehen. Ja, und weil mein Gegner gemerkt hat, er hat das Stadion nicht im Spiel, gibt er auch schon auf. Jo, hätte nicht gedacht, dass wir das Matchup gewinnen, Leute. Aber wir haben es geschafft. Ihr habt gesehen, das ist lustig. Ich habe euch genau gezeigt, so was das Deck imstande ist. Ja, mein Gegner hat aber gemisplayed. Soll mir recht sein, ist er selbst schuld. Genau deswegen spielen wir halt auch 3 Stadien. Und genau deshalb darf Nightmarch eigentlich nicht mit seinen Stadien zu leichtsinnig umgehen. Ich habe da kein Problem damit. Ihr habt gesehen, man kann gegen Nightmarch relativ gut gewinnen. Wir haben nicht mal so einen unnormal krassen Start gehabt, aber wir haben gegen Nightmarch gewonnen. Das Best Deck im Format aktuell, meiner Meinung nach. Und, ja, Zygarde hat natürlich, wie gesagt, auch noch andere gute Matchups. Greninja sehe ich sogar als relativ gutes Matchup, weil wir einfach von Turn 1 an unfassbar krassen Druck ausüben. Und wir können halt die Greninjas easy mit einem Schlag besiegen. Und Trevenant ist auch machbar, habe ich heute gemerkt. Turn 1 Item Lock schlägt natürlich alles, klar. Aber wenn man halt anfängt, hat man relativ gute Chancen gegen Trevenant. Und ich glaube, gegen alle anderen Decks ist Zygarde auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst Bescheid, es würde mich freuen und supporten. Ich werde zur nächsten Episode, nächste Woche ein neues Deck vorstellen. Höchstwahrscheinlich irgendein Simsoner Deck, weil das ja das zweite Pokémon ist. Das zweite größere Pokémon aus dem Deck, womit man auf jeden Fall was anfangen kann. Und dann schauen wir mal weiter. Leute, haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Regi.